Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fountain of Youth. Sind wir überladen? Nö. Ah, ich drücke nur die falschen Tasten. Das ist dann natürlich klar. Wir waren in der letzten Folge in der Höhle da unten drin und haben da, ja, wir haben Feuerstein gefunden. Ich glaube, das ist das einzig wirklich Interessante. Würde ich jetzt so behaupten, ehrlich gesagt. Würde hier tatsächlich nochmal kartografieren. Weil wir gucken halt gerade so schön hier ins Nichts raus. So. Ui. Ui. Ui, 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 ui. Drachenfrucht. Biegsame Äste. Ist da noch was oder sind das... Drachenfrucht, okay. Bambus. Stein. Harpien natürlich wieder. Ganz viele Kurzohr-Mistviecher. Rohrkolben. Schildkröten, noch ein neuer Angelplatz, Kokosnüsse und Datteln, Harpie und ein Vogelnest natürlich dabei. Oh, wir haben auch unseren Teil hier jetzt erforscht. Ganz viele Fische, okay. Noch ein interessanter Ort, da ist noch eine Chronik, da geht es auch runter hier. Krasser Shit. Kamille, okay. Okay, okay, wir haben die Insel fast erforscht. Hier oben ist irgendwo das Fernrohr. Die Chronik haben wir schon, oder? Oder zeigt er uns die dann nicht mehr an? Ich bin mir nicht sicher. Ja, es wird dort gerade wieder dunkel. Das ist aber nicht schlimm. Schlimmer ist eher, dass wir gerade nicht hier hochkommen. So. Das Ding ist, der hat irgendwas vom Planetarium gefaselt. Und ich finde es nicht. Da ist eine Wasserquelle, okay. Das ist das, was eingezeichnet ist, die Wasserquellen. Ehrlich gesagt, würde ich zu der gerne hin. Wo ist die? Hier lang? Okay. Stirb am besten, indem du dich hier irgendwie halb einen kleinen Felsen runterstürzt. Will ich mich tatsächlich versuchen zu holen? Ich bin ein sehr großer Fan von Wasserquellen. Frage ist die da unten? Ja, oder? Ich sehe praktisch gar nichts. Da sind Glühwürmer. Ich höre eine Schlange, da ist sie. Da ist noch eine. Ein Stück Lehm, okay. Da hinten ist noch eine, die interessiert mich aber gar nicht. Stück Lehm. Und überladen. Ganz ehrlich, ich weiß, was ich mache. Herstellung. Gebäude. Eins Lagerfeuer. So. Das mache ich auch liebend gerne direkt an. Und dann Herstellung. Lass ich auch einfach hier stehen. Ich habe so viele Dings. Ein Blätterbettchen. Weißt du was, Schlange? Wie lange geht das Feuer hier noch? 2 Stunden, machen wir 6 Stunden. Brennstoff hinzufügen. Gute Nacht. Was? 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 Moment, Moment, was? Ha. Ich glaube, da hat sich gerade beschwert wegen... Ich denke, hier ist Wasser. Trinken. Okay. Das ist ja wow. Hier ist überall Rohrkolben. Cool. Kann ich mir irgendwas Sinnvolles hier machen? Inventar, habe ich irgendwas? Vergiftet, warum? Woher? Triefende Nase. Ja gut. Die wird sehr wahrscheinlich wieder besser. Okay, was ist das hier? Feuerstein. Wenn ich 2 Stück hätte, okay. Habe ich aber nicht. Inventar nicht, aber hier Feuer würde ich gerne gucken. Ich habe den Kurzschwanzfuchs. Der Brennstoff hält nicht lang genug, okay. Moment, so. Dann, so. Brennstoff hinzufügen.
Okay, wir haben von denen auch keine mehr. Das ist schlecht. Ich würde auf jeden Fall auch gerne das hier herstellen. Aber vielleicht für zwei direkt. Geringe Effizienz. Okay, okay. Dann würde ich gerne mein Inventar. Sehr gerne Kamillensaft für Verdauungsstörungen nicht. Für Verbrennung auch nicht. Wir haben aber nichts mehr, was entgiftet, ne? Oh Gott. Wir sind sehr, sehr schlecht aufgestellt gerade. Verbesserte Fackel. Verdorbenes Essen. Köder, Werkzeugklasse Köder. Fallen lassen. Primitive Fackel. Fallen lassen. Die brauchen wir gerade auch nicht. Aber nehmen wir das. So. Wir haben Eier, wir haben die scheiß Harpien-Trophäe, aber wir sind auch wieder relativ. Wir haben den Kurzohrfuchs. Der roh, der ist roh, ja. Fallen lassen. So. Was haben wir hier noch? Die Tabakkompresse, stimmt. Use die einfach mal. Vielleicht haben wir Glück und es heilt irgendwas von den Scheiß, den wir haben. Dauer der Entzündung minus 10% Werkzeugklasse Zunder. Fallen lassen den Stein. Kamillensaft, Tabakkompresse. Da haben wir noch Datteln. So. Wir haben die Salbeiblumen. Die brauchen wir aber nicht. Wir haben das. Ein Stück Lehm haben wir. Jo. Ich glaube, mehr geht bei uns gerade nicht. Gut. Wo sind wir jetzt? Hier. Ich würde schon gerne hier runter, aber ehrlich gesagt würde ich auch gerne erstmal zurück. Das hier würde ich noch gerne erkunden. Oh, Wasser des Lebens. Cool. Hey, wir haben den Jungbrunnen gefunden. Das Spiel ist durch. Yay. Sind hier Schlangen? Eukalyptus? Ja. Ich bräuchte ein paar breite Blätter, aber so grundsätzlich ja. Dankeschön. Also Spiel, wenn du mir wirklich helfen willst, ich brauche breite Blätter. Dann wären alle meine Probleme wären dann passé. Ich glaube, das Spiel will mir nicht helfen. Was ist hier? Ja, genau, hier geht's nur zu dem Ding. Da hinten sieht man schon. Okay. Hier Highlighting. Die highlightet echt viel. Oh, so, wir haben einmal hier Vogeltrank. Gucken wir gleich. Zerbrochene Platte. Lied der Vögel. Von den vier Stämmen war der Stamm der Vögel der weiseste. Sie sprachen mit den Winden und lasen die Sterne wie Buchstaben und kannten ihren Namen. Sie kannten die Geheimnisse der Stürme und der Tiefe des Meeres, der Gezeiten und Strömungen, der Regenzeiten und der Mondzyklen. Und sie hielten dieses Wissen nicht für sich, sondern teilten es stets mit den anderen, wofür sie bei allen Stämmen großen Respekt ernteten. Denn es gab keinen sicheren Weg auf... dem Meer als den, den die Weisen vom Stamm der Vögel wiesen. Okay. Wir haben ja anscheinend verschiedene Stämme. Deshalb heißt das ja anscheinend auch die Vogelinsel. So, hier war doch noch was gehighlightet da oben. Und da noch. Okay, da muss ich hochklettern oder so. Aha, aha, aha. Antike Observatoriumsbögen. Einzeichnung des einheimischen Observatoriums. Okay. Cool. Ochse, Tiger, Schlange? Wir sind hier bei Vogel. Ah, wir sind bei dem Observatorium, ne? Oh, kannst du krass observieren hier, Bro. Ich glaube, höher kommst du nicht. Kartier mal. Vielleicht bringt's ja was. Wenn ihr das Stück noch hat oder so. Na, ich glaube, das brachte nichts. Könnte sein, dass hier noch ein bisschen was dazugekommen ist, aber... Ja, mein Gott, ein bisschen Sonnenbrand, Kollege. Ein Skorpion. Du wartest nur auf mich, ne? Ja. Ja, okay, hier ist das Observatorium. Da oben ist das Zeugs, was ich haben will. Jetzt gucken, wie ich da hinkomme.
ist jetzt hier so Jump'n'Run-mäßig. Ja. Ich hab's natürlich verkackt. Ich bin echt schlecht in sowas. Ein Grund, warum ich das nicht spiele. Ich mag keine Jump'n'Runs. Nee. Hör auf zu sterben. Hier kommt er jetzt nicht hoch. Muss er so einen Zeitsprung machen, aber dann rutscht er wieder weg. Jetzt komm. Stell dich nicht dümmer an, als du bist. Okay. Er ist dümmer, als er ist. Hier komme ich definitiv nicht hoch, ne? Nee. Ich komme nur maximal hier dran. Da kann ich aber nicht richtig abspringen. Alles klar. Also ich bin mir zu 99% sicher, dass das der Weg ist. So, hier kommt sie ja ohne weiteres hin. Hier kommt er nicht hoch. Nee. Da ist gefühlt ein Allverwandt. Soll ich denn sonst da hochkommen jetzt? Ah, ja, never mind. Hätte man auch da vorne hochkommen können, also komm. Ah, Wasser des Lebens, danke. Dann zeig ich mal her, das Wasser des Lebens. Was habe ich noch? Teile einmal eine heimische Karte. Artefakt. Die mir dabei hilft, neue Regionen zu entdecken. Kann man Orte Einheimischen gefunden? Okay. So, Wasser des Lebens. Gesundheitsabzug durch Todnahen Status geworden. Okay, würde ich mir ein bisschen aufhalten? Wie noch Vogeltrank. Stärke des Vogels. Tiere durch Hindernisse zu sehen. Okay. Cool. Jetzt habe ich Angst, dass ich das brauche. Ja, sonst haben wir nichts. Essen? Haben wir noch was zu essen? Oder war ich jetzt so... Das Fleisch ist, glaube ich, verdorben. Das war jetzt vorhin das verrottete Essen. Gut, aber wir können hier den Tode nahe heilen. Das ist ein Fortschritt. Das haben wir ja schon mal gemacht mit anscheinend auch diesem Wasser. Ja. Mal gucken, wo wir hier sind. Interessanter Gegenstand? Das haben wir doch gerade schon, oder? Das haben wir doch schon gehabt jetzt. Ja, da ist nichts mehr. Alles Interessante haben wir uns hier angeguckt. Noch so eine Opferschale. Ganz viele sogar. Geht's jetzt hier wieder rein? Ja. Dann Moment, Inventar. Fackel darf. Entzünden. Mach mal. Mach mal. Danke. Ich finde es sehr schön, dass er das einfach wegstecken kann. Hier ist auch nichts mehr. Kann gut sein, dass wir schon waren. Ich bin mir aber nicht sicher. Daraus geht's wieder Richtung nach Hause. Dann gehen wir mal kurz nochmal hier dran. Entlang. Hier geht's. Keine Ahnung. Nee, ich gehe hier Richtung zurück nach Hause. Eine sehr große Erkundungstour gemacht für... Wow. Hättest du gerne. Wir haben eine Menge gefunden. Das müssen wir jetzt erstmal alles verarbeiten. Huch. Was ist das? Ah. Die habe ich hier weggeworfen, oder? Oder kommt jetzt gleich irgendwas an und tötet mich? Nö, die habe ich hier weggeworfen. Ich weiß, wo ich bin. Okay. Cool. Finde es ein bisschen schade, dass das mir immer noch angezeigt wird. Aber ich müsste jetzt hier lang. Ich glaube, das haben wir schon gesehen. Das war die erste Chronik. Ja. Müssen wir jetzt halt wieder hier nach Hause. Aber wir fallen da nicht drunter. Triefende Nase haben wir auch immer noch. Sehr schön. Da ist ein Skorpion. Brauche ich nicht. Oh, Moment. Löschen. Brauchen wir ja nicht mehr. Rennen. Run, Boy, run. Dahin. 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 Und dahin. Hey, Abkürzung. Ui, okay, da fällt er einfach runter. Gut zu wissen. Junge, auf da ständig runterzufallen.
Da hinten geht's auch noch lang. Okay. Wir müssen den Berg aber wann anders mal weiter erforschen. Ich möchte jetzt erst unsere Sachen wieder mal zurückbringen. Was ist hier? Okay, da war ich auch schon zugange. Wir haben jetzt echt viel gefunden. Wir haben neue Herstellungssachen. Wir haben die Sachen noch aus dem alten Lager. Und ich würde das halt sehr gerne wegbringen. Dass wir das safe haben und wir vielleicht auch ein bisschen mehr craften können jetzt. Ich würde gerne jetzt einfach hier runter. Kann ich das? Oh, mal gucken. Hier könnte ich ein bisschen runtersliden. So. Hier auf jeden Fall. Hier auch. Hier, wenn ich mir Mühe gebe, kann ich hier auch runtersliden. Okay, dein. 5 Schaden gehen noch. So. Brotfrucht. Dann in die Richtung. So, hier runtersliden. Jetzt vorsichtig, Leute. Genau. Kannst du auch runtersliden. So. Mein Weg führt mich nach da. Wahrscheinlich vorbei an einigen Skorpionen und Schlangen. Von denen ich bestimmt wieder manche nicht sehe. Da ist eine Chronik. Ja, das ist das Ding, genau. Die Chronik haben wir schon. Da wären Lianen, da wäre ein großer Ast. Große Äste könnte ich mir eigentlich nochmal mitnehmen. Wie sagt das Inventar denn? 1 oder 2 gehen bestimmt. Warum habe ich jetzt einen Schnitt? Woher zum Teufel habe ich jetzt einen Schnitt bekommen? Wow! Die hat mich nicht angefaucht! Kommt man gar nicht sehen. So, große Äste? Nee. So viel gehen nicht. Einer geht, okay. So. Warum kommt mir eine Grille hinterher? Okay. Wir müssen jetzt in die Richtung da oben. Rennen wir mal. Mit der Hoffnung, nicht in irgendwas Böses reinzurennen. Ja, sieht es ganz gut aus. Wow, nein. Nein, ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Wie sieht's aus? Ich fühle, glaube ich, gerade immer noch in die falsche Richtung. Aber das passt. Halt einfach ein langer Weg. Aber ich glaube, pünktlich zur Nacht sind wir wieder da. Wow, scheiße. Wow, das sind 2. Oh, das sind 2. Wow, oh, scheiße. Lauf, Brudi. Okay, oh. Alles klar. Oh. Okay, wir müssen nach da. Deutlich weiter nach da. Ich hasse die Viecher. Hier wären Lianen. 23 Minuten, ja. Hier müssen wir noch mit. Das Spiel so nett anbietet. So. Seh nix. Aber ich bin bald da. Dauert nur noch ein paar Stunden. Hier ist der Dschungelweg. Wie ich das letzte Mal auch schon gegangen bin. Da geht's rein in meine einsame Bucht. V-Vision sagt mir gar nichts. V-Vision macht es ein bisschen heller. Auch echt hilfreich.
Oh, lauf. Oh, lauf nicht mehr. Oh. Okay, lauf wieder. Ist fast da, Junge. So. Ich verstehe es nicht. Also ich habe jetzt das Wasser des Lebens. Ist das nicht aus dem Jungbrunnen? Oder ist das nochmal anderes Wasser? Ich blick da nicht durch. Auch schon müde, weil bei dem Nacht ist. So, komm. Fast geschafft. Dann können wir das nächste Mal hier angeln. Dann schalten wir Fischfleisch und Fischgräten frei. Hallo Krabben. Hallo Lager. Eigentlich brauche ich gerade nichts von dir. Ach scheiße, ich habe keine breiten Blätter mit, ne? Ich habe beide Bananen noch welche mitnehmen müssen. Aber ich habe ja auch keinen Platz mehr. Breite Blätter! Oh mein Gott, wir haben noch welche! Oh mein Gott, das rettet mir den Arsch. Ich muss mal sortieren das nächste Mal. Salbei haben wir drüben. Kommt auch nicht hier rein. Wir haben Lianenseil. Brotleib packe ich mir mal rüber. Okay, anscheinend nicht. Wir haben das. Wir haben das. Wir haben die hier. Vogeltrank. Wir haben Liane. Stück Lehm. Feuersteinscherbe. Würmer kriegst du erstmal. Auch wenn ich die am nächsten Tag wieder raushol. Die Harpien-Trophäe kriegst du. Baumrinde haben wir, glaube ich, nicht hier drüben. So, hier noch Äste. Haben wir hier auch noch Äste? Die kommen mal hier rüber. Baumrinde haben wir hier. Hier. So, wir haben grobe Äste. Ich packe erstmal alles ein bisschen. Okay, anscheinend nicht. Grobe Äste packe ich dann nicht weg, aber das hier. Und behalten wir zum Feuer machen. Aber erstmal machen wir Feuer. Ja. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, dass wir unsere Base hier so ein bisschen, unser Lager, so ein bisschen ausbreiten, eine Säge machen und so, dass wir uns noch ein paar neue Items vielleicht herstellen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!